Wisst ihr noch, was das da ist? Ja, die orientalische Hainbuche oder Capinus Bruns. Nein, die Hainbuche von Josef Bruns von dem Projekt Die drei Musketiere. So, ich wollte schon mal Musketiere sagen. Heißt das, ja. Wisst ihr noch, wie das angefangen hat? Da stand ja nur so ein kleines Stämmchen und all das, was wir hier oben gerade sehen, das gab es nicht. Und Frank Abing sagte liebevoll, die Gurke. Ja, jetzt ist das ein bisschen mehr als die Gurke. Wie ihr seht, ihr könnt gerne nochmal das alte Video angucken. An dem Stamm war gar nichts dran. Da war oben eine einzige kleine Knospe. Und das hier hat die Gurke letztes Jahr alles gemacht. Ja, und was will ich jetzt in diesem Video machen? Also, weiß ich nicht. Ich fand die Gurke irgendwie geiler. Ihr nicht auch? Um schon mal den Schockmoment kurz vorwegzunehmen, da wird gleich einiges abgehen. Ich werde euch aber bei jedem Schritt mitnehmen. Ich werde euch nachher viel näher ranholen. Also, ich würde mal sagen, 95% der Masse hier oben wird gleich fallen. Das ist das eine, was ich vorhabe. Das andere, was ich vorhabe, ist, ich werde fräsen oder dran rumputzen, weil für mich ist das hier kein Fräser. Wenn ich den Neologismus bemühe, dann heißt das hier Dremel im Volksmund oder auch Schnellläufer mit einem 3 mm Spannzange. Ist der Sache geschuldet, dass ich natürlich auch andere dickere Schnellläufer habe, aber die alle mit Pressluft oder Druckluft funktionieren. Und ich nicht meinen 400 Liter Kompressor aus der Halle hier hole mit dem ganzen Kladderadatsch oder dem Baum dahin, um dann, ich sag jetzt mal, mit einem vernünftigen Fräser daran zu arbeiten. Klar, ich hätte mir das in elektronisch kaufen können. Da gibt es auch Schnellläufer, die ein bisschen dicker sind. Kommt alles noch, aber YouTube Money ist nicht das meiste Money und dann müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist das Zweite, was ich auf jeden Fall machen will. Hier wird gleich gefräst. Ja, und dann ist das andere, der steht ja in einem meiner Teichtöpfe. Bäckerkörbe natürlich. Ich bin schon im Kopf bei dem Baum und will loslegen, tut mir leid. Und zwar kennt ihr diese Bäckerkörbe hier. Und die haben, ich habe die an den Seiten, habe ich die, was seht ihr besser? Hier habe ich die mit Gittern zugemacht und unten habe ich die mit Gittern zugemacht. Nur quasi an der Vorderseite, damit man die noch tragen kann, habe ich das offen gelassen und habe da so ein Stück Pappe reingesteckt. Pappe vermodert irgendwann und jetzt rutscht mir da die ganze Zeit dieses Granulat raus. Gerade wenn die draußen stehen, geht mir übelst auf den Nerven. Bei allen Körben überall liegt das Granulat. Hier ist ja noch viel Fiboterm bei, das ist ja dieses harte Zeug, das auf den Steinen, Katastrophe. Ja, da habe ich mal kurzerhand meinen 3D-Drucker bemüht und habe hier so extra schön in Rot auch so Griffmulden quasi einmal ausgedruckt, die ich jetzt hier an den Korb anbringen will. Und zwar kann man die hier so schön, die haben so Nasen, konstruktiv, natürlich perfekt gelöst. Die kann man hier so reinklicken und dann, ich hoffe, dass ihr es einigermaßen seht, damit ist dann gewährleistet, dass hier kein Granulat mehr rausrutschen kann. Ich habe noch zwei Nasen hier angebracht, wo ich auf jeden Fall einmal durchbohren werde, um die festzuschrauben, damit die nicht hochrutschen können. Ja, und das sind so die drei Steps, die ich jetzt vorhabe. In welcher Reihenfolge ich das abarbeite, kann ich nicht genau sagen, aber das wird zumindest Inhalt dieses Videos. Und damit Glück auf die Bonsai-Kumpels und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Bonsai-Projekt-Video. Das Muskeltier oder Muskettiere-Video lief ja unter Projekte. Ja, was soll ich sagen? Der Baum, am Anfang habe ich gedacht, der geht ein, weil es war ja nur diese kleine Knospe da und da ist nichts passiert. Und dann irgendwann, also wir hatten ja diesen langen Winter letztes Jahr auch noch, und dann irgendwann fing er an, diese kleine Knospe auszutreiben. Dann habe ich die ja mit dem Zugdraht hier direkt an den Stamm rangeholt und der hat alles so überwuchert. Ich habe auch nicht einen einzigen Rückschnitt gemacht, also ich sehe auch keine Schnittstelle. Und diese Grünmaske, die hat er komplett im letzten Jahr gebildet. Jetzt hat er hier unten noch einen kleinen rausgeworfen. Ich habe den ganzen Stamm abgesucht. Ich sehe keine weitere kleine Knospe. Das größte Problem, oder wir haben zwei Probleme. Das erste ist ja, ich habe den Ast hier oben noch mal ein bisschen reduziert und gekürzt. Aber noch nicht weit genug, also noch nicht da, wo der Seitenstamm oder der Seitenast, die Stammweiterführung hier entspringt. Von da bis nach hier oben haben wir noch mal so 2 cm. Das muss definitiv weg. Jetzt mit der Säge, auch mit einer vernünftigen Säge oder alles Mögliche, habe ich das Problem, dass hier so viel Relativbewegung reinkommt. Deshalb fräse ich den von hier oben an weg und werde dann versuchen, den nach diesem Frank-Abbing-Prinzip, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich es da aufgeschnappt habe, dieses
V-Muster in den Stamm so, also wie so ein V da rein und dann so leicht schräg runterlaufend, da rein zu fräsen und dann hoffen, dass es nachher eine schöne Kallusüberbuchung gibt. Ja, und das zweite Problem ist, dass dieser erste entsprechende Ast, auch wenn ich den rangedrahtet habe, hat der jetzt so ein Plateau zur Seite und dann geht der erst so hoch. Es ist ja natürlich nicht so schön. Jetzt habe ich hier im Hintergrund, das seht ihr gerade nicht so gut und gleich glaube ich auch nicht, weil ich hier keinen Drehteller drunter habe, noch einen, der in der Kehle rausgewachsen ist und schon mal näher am Ast ist. Das ist der Ast, auf den ich alles setze. Den werde ich nachher drahten. Hier unten von diesen Ästen werden noch zwei, drei dranbleiben, aber primär, um sie abzumoosen, sekundär als Notfalloption, falls mir der hier beim Drahten bricht. Ich habe ja schon dieses Jahr viel Erfahrung mit Draht gesammelt und das ist nicht immer unbedingt lustig, sagen wir es mal so. Also sehr viel Brüche von Ästen gehabt und so, das gehört glaube ich dazu, gerade bei Ahornhörnern auch, dass die in der Kehle ausreißen und so. Mal gucken, wie das jetzt bei der Hainbuche ist. Ja, und dann, das könnt ihr jetzt erst recht nicht sehen, vielleicht kann ich euch gleich so nah ranholen, wo das Gap ist, wo der so hoch geht. Genau da innen sehe ich eine Knospe stehen, also eine schlummernde Knospe. Wenn der austreiben würde, wäre der genau außen an der Borke von dem Ast und würde straight hochgehen. Wenn ich dann noch das hier wegfräse, dann hat er auch Raum, ein bisschen hier hinzukommen. Und der ist ein bisschen weiter links, das heißt, ich kann den Schwung von dem Stamm weiterführen. Und wenn das so erfolgsträchtig ist wie letztes Jahr, die eine Knospe, obwohl die jetzt noch schimmert, die andere da schon ein bisschen weiter, aber der hat ja nichts anderes, um letztes Jahr seine Energie irgendwo reinzusetzen. Aber wenn es ungefähr so wird wie das hier letztes Jahr, dann ist das auf jeden Fall der Weg, den ich gehen will. Jetzt sagen andere, ja, Patrick, du verlierst wieder ein Jahr. Aber wenn ich mir dieses Gap hier angucke, dieses Straight zur Seite, das seht ihr gleich, wenn ihr näher dran seid, Straight zur Seite und dann, wie der hier hochgeht. Ich könnte jetzt hier ein bisschen Schwung reinbringen, könnte die hintere Seite, soll sowieso meine Vorderseite sein, also nicht die Seite, wo der Schnitt ist, aber da ich hier arbeite, steht das jetzt gerade vorne. Dann könnte man das vielleicht kaschieren, aber irgendwie hat man immer noch diesen Punkt. Und ich hoffe halt, dass wenn ich die andere Knospe nehme, dass das dann besser wird. Und wenn ich jetzt dieses V da reinfräse und sich oben Kallus bildet und es bildet sich noch weiter in eine Knospe, dann kann es sogar sein, dass ich nächstes Jahr nochmal auf eine weitere Knospe nach innen setze. Weil das so ein dicker Stamm ist und wenn ich da exzentrisch, also außerhalb der Mitte, einen Stamm, einen Weiterwuchs habe, bis der das erstmal kompensiert und in den anderen Stamm übergeht, ich weiß nicht, ob das Ziel sich sowieso erreichen lässt. Ja, deshalb überlege ich gerade, ich denke, ich fange erstmal an, oben ein bisschen was abzuschneiden, dann kann man den Baum auch ein bisschen besser handeln und ihr seid sofort erstmal ein bisschen erschrocken. Das heißt, ich mache erstmal einen radikalen Schnitt. Obwohl nein, ich mache erst die Grifftaschen hier dran, dann fällt nämlich Granulat raus. Dann kann ich das hier, ich habe das so provisorisch mit solchen Gittern hier abgedeckt, weil die drosseln mir immer den ganzen Scheiß da auch noch rauspicken, das kommt auch noch dazu. Dann kann ich das hiermit wieder abdecken und wenn ich dann hier oben Späne fliegen lasse, dann ist nicht alles hier drin, dann kann ich das nachher schön ein bisschen zur Seite kehren. Und ich habe vorher schon das Granulat wieder hier reingeräumt, was ich für die Grifftaschenmontage vorher entfernen muss. Irgendwie so, also sagen wir mal so, wir hatten zwar einen Plan, auch wenn der Plan scheiße war, aber wir hatten einen Plan. Also seid gespannt beim Zuschauen und ich würde mal sagen, ich hole euch ein bisschen näher ran. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Einen machen wir mal eben schnell zusammen. Sollte eigentlich fix gehen, habt ihr schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ihr seht ja hier, das jetzt ist die alte Pappe, das ist schon wieder erneuerte, die habe ich mal irgendwann dazwischen geschoben. Ja, und das fällt dann halt hier immer so raus. Also auch wenn man die Pappe drin lässt, wenn man es tragen will, dann rutscht es an den Seiten raus. Das ist alles nichts. Und jetzt wollen wir einmal eine dauerhafte Lösung machen. Deshalb alles einmal kurz raus. Um das gleich wieder reinzupacken. Irgendwie riecht das gut. So, das sollte auch schon reichen. Mal eben anzeichnen. So, mit so einem Bohrlochmarkierer oben bündig halten. Einmal hier, einmal da. 5/1er Durchgangsloch für eine 5er Schraube.
Ist ja logisch. Also jetzt ein bisschen Mikroplastik hier einbringen. Also die Späne. Zack, eins. Also die meisten Späne mit rausgenommen, ja. Klick, klick. Schon witzig, wie unterschiedlich die Körbe sind, obwohl das irgendwie immer alles die gleichen sein sollen. Hier passen die Nasen leider auch nicht so geil. Das hatte ich schon beim Dornröschen. Für jeden Korb ein so ein Ding hier auslegen und dann wieder drucken und so, kann ich natürlich auch nicht. Deshalb, aber die passen ja von den groben Abmaßen. Hier sind die Seitennasen ein bisschen zu lang. Aber das ist ja auch nur zum grob vorpositionieren. Und irgendwann kommt dann der Korb, wo das passt. So. Eine Unterlegscheibe noch dahinter. Mutter ansetzen. Einmal gegenhalten. Ja, das ist blöd, wenn man Rechtshänder ist. Also reicht schon. Zack, fertig. So schnell geht das Update. Wenn man mal weiß wie. Jetzt ein bisschen was da drunter. Und schön hier oben gegen die Kante und nichts rieselt mehr raus. So, ich hoffe, das Prinzip wird einigermaßen klar. Auf der anderen Seite, das mache ich eben mal ohne euch. Das bringe ich hier eben auch noch wieder ein. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns wieder, wenn es da oben weitergeht. Also, bis gleich. So, ich hoffe, ihr seht das einigermaßen scharf, ja. Geht's oben weiter. Erstmal den Spannrad wegmachen. Erstmal so ein bisschen digitaler Zoom, also ein bisschen näher ran, damit ihr das auch vernünftig seht. Ja, voll die Kerbe hier drin. Ja, der hat Dickenwachstum gemacht. Ist ja auch in Ordnung, darf er ja auch. Überlege ich gerade. Kompliziert. Meine erste Idee war, den hier einfach mal hier so abzuschneiden. Und den hier abzumosen. Um wieder den will ich ein bisschen abmosen. Also irgendwas soll hier auch dranbleiben, aber irgendwo hier hinten abmosen, den hier abmosen, habe ich so ein paar. Ein Jahresschutz, weil ich dann, sagen wir schnell, abgemooste Jungpflanzen habe, die ich dann später als Antropfung unten am Nebari, zur Nebari-Verbesserung benutzen könnte. Das ist so die Kernidee. Jetzt bin ich allerdings gerade am Überlegen. Ja, das kann jetzt mal ab. Ja. Ein Gitter sollte ich mal hier drauflegen. Zack, zack, habe ich noch zwei. Ja, die suche ich mir gleich. So, was auf jeden Fall jetzt vielleicht zum Arbeiten störend ist, ist der vorne drin.
Den kann ich nicht gebrauchen. So, und das hier soll meine neue Spitze sein. Leider seht ihr das nicht von der Seite. Der ist direkt, wir sind ja noch im digitalen Zoom, hoffe ich irgendwie. Der ist direkt hier vorne. Aber hier, leider, ich weiß nicht, wie gut die Vergrößerung ist, aber genau hier über meiner Zange ist hier innen auch eine Knospe. Da darf nichts drankommen. Die soll auf jeden Fall, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, meine weiterführende Spitze später werden. Den trocknen, der kann auch mal raus. Hier die zwei, die können ruhig bleiben. Oder der bleibt sowieso, den moose ich ganz ab. Das Ding hier zur Seite, das kann alles erstmal noch so ein bisschen bleiben. Wie gesagt, zur Not Plan B, damit der Baum überlebt. Und wenn ich jetzt hier wegfräse, macht er sowieso irgendwo neue Knospen und dann suche ich mir eine neue Option. Das hier hinten wird keine Option für einen neuen Stamm. Das ist schon mal ganz klar. Ja, und jetzt könnte ich eigentlich irgendwie da dran mit der Fräse oder mit dem Dremel. Aber dafür muss ich mir erstmal noch mal die anderen beiden Gitter suchen. Deshalb würde ich sagen, kurze Pause, dann fangen wir zusammen an zu fräsen, dann im Zeitraffer und nachher so beim Detailing, also wenn ich hier so richtig schön das V mache, da irgendwo, dann nehme ich euch höher zu. Zumal ich mir das gleich nochmal anzeichne und brauche nochmal eben einen vernünftigen Stift, den ich hier auch nicht sehe. So, jetzt habe ich unten ein paar Gitter noch vorbereitet, habe einen Stift. Ich fange jetzt erstmal auf der Rückseite an, das ein bisschen einzuzeichnen. Erstmal natürlich an der Oberkante dieses Stammansatzes, da würde ich nicht drunter gehen, weil der bleibt sowieso erstmal, wie gesagt, ich hoffe auf eine nächste Knospe und danach bleibt er auch erstmal um den Wundrand, also den Kallusrand sozusagen, zuzuziehen. Eine Menge Material für das Spielzeugteil. Ist übrigens ein Topkraft, gutes altes Aldi-Produkt. Also ich hätte ja auch mal einen echten Dremel, der ist mir mal irgendwann bei ganz anderen Sachen abgeraucht. Da muss ich ja sagen, der hier, den habe ich schon ewig. Und der ist irgendwie ein bisschen besser wie ein Dremel. Ich fange jetzt einmal nur mal exemplarisch an, einmal ganz kurz. Ist ein bisschen laut, um erstmal zu gucken, ob es überhaupt geht. Das Gitter will da. Ja, es wird viel Arbeit. Ich sehe jetzt schon aus wie Sau. Ja. Jetzt wäre natürlich eine große Fräse schön. Habe ich nicht. Deshalb würde ich jetzt sagen, für euch ein bisschen im Timelapse. Ich kämpfe mich mal da durch. Und wenn wir dann nachher schön die Kanten so ein bisschen frei haben, ich habe schon überlegt, ob ich den Schnitt ein bisschen hochsetze, damit ich nicht so viel wegmachen muss, dann würde ich sagen, reden wir auf jeden Fall nochmal weiter. Also bis gleich und viel Spaß beim Schauen.
So, was eine Sauerei. Nächstes Mal brauche ich einen anderen Fräser, definitiv. Aber es ist geschafft. Wir haben das schöne V. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich diese Wunde versorge. Hier bin ich einmal ein bisschen abgerutscht, aber das soll zu verzeihen sein. Ich habe ja hier diesen Bonsai-Bond. Keine Ahnung, was das genau ist. Es wirkt so ein bisschen wie Kunstharz. Ist natürlich kein Kunstharz, es kann zwei Komponenten, aber das mache ich zum einen erstmal hier oben kurz drauf. Und zum anderen möchte ich hier so eine kleine Schicht aufbringen. Eigentlich auch nur relativ dünn. So viel zum Thema dünn. Und will das dann über Nacht antrocknen lassen. Und morgen dann hier diese Knete drüber machen, die ganz normale Bundverschlusspaste sozusagen. Um dieses massive Eintrocknen ein bisschen zu verhindern. Ja, schade, dass wir das im Bonsai Center nicht mehr haben gerade. Das wollte ich mir sowieso eigentlich nochmal neu holen, aber war leider nicht da. Schon mal ganz gut aus. Vielleicht nicht alle Stellen jetzt benetzt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich es auch nicht zu dick machen. So. Obwohl, noch das können wir auch noch mal. Ja, das läuft jetzt sowieso erstmal nach unten. Ich lasse das erstmal so antrocknen. Der Baum bleibt über Nacht hier stehen. Morgen früh, wenn ich zur Fitnessstudio fahre, dann gucke ich mir das nochmal einmal in Ruhe an. Vorher. So eine Ecke. Weil ich von dem Zeug schon gerne so eine geschlossene Decke in Anführungsstrichen hätte. Dass wirklich alles benetzt ist. Und da dann nochmal, wie gesagt, diese, wo ist er, die Wundpaste, die ganz normale einmal drüber. Und dann sollte das auch soweit gut sein. Dann werden wir morgen nochmal, also ihr gleich, den hier, das ist mein Favoritenstamm, den ein bisschen drahten. Und hier in der Ecke ist die eine Knospe und dann gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ich finde auf jeden Fall, das war jetzt ein richtiger Schritt schon mal in die Zukunft. Vielleicht werden wir irgendwann später nochmal hier was rausfräsen, den noch ein bisschen tiefer fräsen, das weiß man alles nicht. Aber so ist erstmal schon mal für mich ein gravierender Einschnitt in diesem Baum gewesen. Auch ein sehr mühsamer Einschnitt. Ich werde hier morgen erstmal die ganze Bude sauber machen können. Aber egal, das ist es mir wert. Und deshalb würde ich einfach sagen, seid gespannt und es geht gleich für euch weiter. So, wir haben jetzt einen Tag später. Ist immer noch eine Riesensauerei hier, was mich gerade auch so richtig aufregt. Also nächstes Mal gefräst wird draußen oder wird gar nicht mehr gefräst. Und das ist ja auch kein Fräsen mit diesem Dremel, da macht man ja hier nur so, das ist ja wie Abschleifen sozusagen mit den kleinen Fräsköpfen sozusagen. Und deshalb entsteht so ein ekliger Staub und nicht so schöne Chips, wie man so bei anderen so sehen kann. Ja, ich mache gleich sauber.
So, ich habe jetzt lange überlegt. Ich hatte ja diesen Bonsai-Bund hier drauf gemacht. Jetzt ist das so nachgeblutet, dass das außen trocken ist, aber hier in der Mitte hat sich das schon wieder so ein bisschen abgeschwemmt. Ich werde es jetzt erstmal so lassen. Wir werden noch mal einen Tag warten. Also, es hat jetzt 24 Stunden getrocknet. Und dann hoffen, dass das noch ein bisschen besser anzieht. Was drüber machen und dann ohne euch, das sei mir bitte verziehen, ein bisschen was von der Paste noch darüber legen. Um das nochmal so doppelt zu schützen. Wie gesagt, ich will hier eigentlich keinen Feuchtigkeitseintrag, aber das ist ja eher ein Feuchtigkeitsaustrag. Also, keine Ahnung. So, jetzt habe ich lange überlegt, ob ich den hier drahten soll, also so richtig drahten soll. Ich habe mich nach viel Überlegen dagegen entschieden. Das seht ihr leider nicht so in der Perspektive. Ich versuche es mal. Auf jeden Fall, der Ast, der macht hier eine Biegung nach hier. Der kommt nach hier rüber. Das ist leider von der Perspektive blöd. Und der hier, der klappt so hier rüber. Der würde nicht schön den Stamm weiterführen, egal wie ich den drahten würde, irgendwie gefällt mir das nicht. Jetzt habe ich ja noch die Klammer von dem hinteren Teil. Das mache ich mal einmal kurz hier vorne so drum, um den hier als, wie gesagt, als Spitze B, als meine Ersatzspitze, falls die Knospe, die hier immer noch schön steht, nicht beschädigt wurde, nicht kommen sollte, kann ich dann zur Not noch irgendwie auf den Ast hier zumindest für eine Saison setzen und dann immer wieder hoffen, dass irgendwo hier Neuaustrieb ist. Also das hier ist nur ein temporärer Übergang. Das ist keine Endlösung. So, mal eben einmal gucken, dass das einigermaßen vernünftig. Alles blöd hier. Zwirbeln ein bisschen. Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Also von der Höhe. So, jetzt sind die halb nebeneinander. Aber wie gesagt, den hier werde ich sowieso recht zeitnah abmoosen. Hier müssen wir mal gucken, was wir machen. Von dem Seitentrieb hier, den werde ich auch abmoosen. Den unteren, der hier so ein bisschen runter geht, werde ich stehen lassen. Den Seitentrieb hier nach rechts werde ich wahrscheinlich auch abmoosen, weil die kommen alle aus dem Knubbel dahinter. Also ich habe ja diesen Knubbel, der wie gesagt nach hinten versetzt ist und da entspringen die alle und das ist nicht auf der Achse, wo ich mir das vorstelle zumindest. Und wenn die Hainbuche jetzt irgendwo hier an der Wundstelle außen hoffentlich austreiben wird, dann sollte das ein besserer Ort zumindest sein. Also hier vorne wäre irgendwas ganz cool oder da der Schwunger hier so zur Seite geht. Hier ist so ein schöner Seitentrieb, den werde ich auf jeden Fall lassen. Der würde hier super hinpassen, wenn hier der Baum sich weiterführt. Dann habe ich hier das Außen, die Außenbeule und da dann noch einen Ast zu gestalten. Ja, ich hatte auch schon überlegt, den zu drahten, aber der ist so filigran, ich habe Angst, den kaputt zu machen. Der kann sich ruhig ein bisschen entwickeln und dann gucken wir, dass wir hier durch Rückknospungen ein bisschen mehr einmal die Richtung nach hier kriegen. Aber es wird noch alles. So, ich räume jetzt die Sauerei hier auf. Ihr könnt gespannt sein, wie es hier gleich für euch weitergeht. Und ich hole mir jetzt die Lerche von Josef rein. Und da steht auch noch richtig Arbeit an. Habe ich so ein bisschen aufgeschoben, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also bleibt ihr dran und seht, wie es hier weitergeht. Und ich mache mich an die nächste Arbeit. Sich auf etwas brutal freut und es kaum erwarten kann, wenn es endlich losgeht, dann wisst ihr ganz genau, wie es mir gerade geht mit dieser orientalischen Hainbuche. Aber erstmal, hi und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen im Anfang April 2023. Kennt ihr das auch, wenn ihr Holger von My Boys and, von My Kois und Bonsais, von Bonsai und Koi seht? Meine Güte, und da eine orientalische Hainbuche in dem Video seht, die ich kaum erkennen kann. Ist da überhaupt Laub dran? Was macht der überhaupt? Aber ich konnte es auch kaum erwarten,
endlich loszulegen, obwohl wir schon Mitte April haben, aber ich habe ja kein Keuhaus. Meine überwintern ja schön draußen im Frost. Dauert alles ein bisschen länger, ist vielleicht schon einen Zacken zu weit, aber hier steht viel anders rum, hatte viel Arbeit. Aber bevor ich zu viel quatsche, will ich euch mal was zeigen. Kennt ihr das auch? Wenn ihr, oh, ich habe mir extra die alten Videos angeguckt. Ich habe da nur einen Ast abgeschnitten und da war eigentlich nichts mehr dran. Ihr habt es gesehen, ich habe extra vorher reingeguckt. Und was soll ich sagen? Irgendwie ist mir das ein bisschen über den Kopf gewachsen. Voll geil, oder? Also hier ist echt überall was. Ja, teilweise, ich weiß gar nicht, oh, wie gut ihr das seht. Ich sehe das viel zu gut. Ich stecke quasi im Baum drin. Hier hinten hat sich ein Ast entwickelt, der ist viel zu dick. Hier, der hier sollte ja mein, ich hoffe, ich sehe das einigermaßen, ich hole euch gleich ein bisschen näher ran, der Haupttrieb werden, das wird er auch noch, voll cool. Das passt genauso mit der Gegenbiegung wieder im Gegenschwung, super geil. Und den habe ich ja gegen den hinteren Ast hier so gedrahtet, damit er da oben bleibt. Und jetzt ist dieser Draht hier so ein bisschen eingewachsen, aber ja. Ja, was kann ich auf jeden Fall sagen? Kaddus Monster hoch 10, also hier, wo ich gefräst habe, hier hat er so eine richtige Kaddus-Überwuchung gemacht und dann, ich weiß nicht, ich habe das im Video gesehen, ich glaube, ich habe das noch erwähnt, dass ich so einmal ganz kurz abgerutscht bin und sagte, oh, hier habe ich so eine Macke. Selbst hier, wo die Macke war oder ist, quasi ist gewesen ist oder immer noch drunter ist, hat er genau hier so einen Ausläufer, so eine kleine Kaddus-Blase nochmal gemacht. Ich hoffe, dass das in ein paar Jahren halt nicht mehr zu sehen ist. Das ist immer noch besser als ein gerade abgeschnittener Stumpf. Da ist irgendwie Bewegung drin, da werden irgendwann auch Knospen rauskommen, bin ich mir sicher. Ja, was habe ich jetzt vor? Dieser etwas dickere Ast, ich mache das mal von hier hinten, dieser dicke Ast hier, ja genau, der hier, da werde ich die unteren Äste mal abschneiden, so in Höhe einer Krabbendose. Aber das wird nicht mehr Teil dieses Videos. Das kommt dann, also ich die Äste abschneiden schon, aber das Abmoosen etc., das kommt dann über dieses Jahr. Ich war auch lange überlegen, ob ich den in eine Schale pflanze, so wie die Challenge-Lerche. Aber das ist ja irgendwie immer noch die Gurke. Irgendwie ist das alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das Grunddesign ist noch nicht zu sehen. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne einmal den abmoosen, um rauszufinden, für uns alle, lässt sich eine orientalische Hainbuche abmoosen. Vielleicht geht das so gut wie bei koreanischer Hainbuche, also weil die ja sehr ähnlich ist, kleine Blätter und so, von der Tendenz, sehr viel wilde. Ja, wohl, was anders ist bei der koreanischen Hainbuche, haben wir immer diese extrem gegenläufigen Eternodien. Also die will ich so laufen, dann 180 Grad gedreht, darüber wieder so laufen und dann wieder 180 Grad. Und das ist permanent alternieren so. Hier kommen die Triebe sehr wild in allen Himmelsrichtungen etc. raus. Aber was man cool sieht, und ich denke, das wird so das Grunddesign des Baums für später. Das war mir vorher auch nicht klar bei einer Hainbuche sozusagen. Ihr seht ja, die wächst quasi, ich sag jetzt mal, wie so eine Trauerweide. Also es ist sehr so, wie so ein Regen hier so. Und ich denke mal, diesem Muster werde ich auch in Zukunft folgen. Ja, wie gesagt, ich will den hier hinten einmal abmoosen. Das werde ich im nächsten Video ausprobieren, ob wir so einen Baum abmoosen können. Dann will ich hoffen, dass der über das Jahr mit dem dicken Trieb, den ich hier hinten auch erstmal lassen werde, noch hier diese Lücke, der durch den Draht, der hier reingezogen ist, ist hier schon ein Gap. Aber wenn ich den Kallus hier unten sehe, dann kann ich mir vorstellen, wenn ich das gleich auch so ein bisschen anritze, dass wir eine ordentliche Kallus-Einwucherung kriegen, dass er das nochmal schließt, diese Lücke. Und wir haben jetzt hier oben echt überall Knospen ohne Ende. Dann haben wir unten so ein paar Schießlinge, die so irgendwo unten rauskommen. Die mache ich jetzt gleich mal ganz weg. Dann eine Menge Unkraut hier unten drin. Das kommt alles raus. Und dann hoffe ich, dass ich dem Baum, klar, mit der Abmoosung auch noch, aber trotzdem, so hier werde ich gleich ein bisschen Draht anlegen. Hier kommt so ein 4 mm Draht, in der Hoffnung, dass ich den nicht abbreche. Das wäre tragisch. Aber hier sind auch wieder Knospen. Also mittlerweile habe ich keine Probleme mehr mit Knospen. Am Anfang war das ja echt eine einzige Knospe, ein einziger Trieb. Und daraus habe ich diesen ganzen Baum etabliert. Ja, und ich denke, wir gehen auf einen guten Weg. Habe ein paar coole Bilder gesehen. Also das hier gerade mit Holger von My Bonsai & Koi, das war natürlich keiner Scherz. Habe ich schon gesehen, das Video heute. Also heute ist auch tatsächlich Freitag. Genau heute hat er dieses Video veröffentlicht. Und ich dachte, das passt sehr gut, mich endlich zu überwinden, meine orientalische Hainbuche mal reinzuschlören, weil das ist schon, selbst mit Bäckerkorb und den coolen Griffen, schon ein bisschen Schlepperei. Und der hatte hier auf eine Dame verwiesen. Die hieß Maria. Er konnte sich den Nachnamen auch nicht merken, aber die heißt auch nicht Maria, sondern Maria. So komisch mit J irgendwie. Und die hat so einen kleinen Blog.
also so ein Blog, wo so Fotoblog-mäßig so ihre Bäume präsentiert. Scheint auch mit Walter Pahl irgendwie so was zu tun zu haben. Wenn ich das nochmal rausfinde, ich verlinke euch auf jeden Fall Holger sein Video und ich verlinke euch die Homepage von Lisa Maria. Da sind ein paar Dinger dabei, also auch orientalische Heimbuchen gerade. Da ist der hier ganz weit von weg, weiß ich, ist mal alles klar. Aber sehr inspirierend mit dieser Feinverästelung, wie sie das so Stück für Stück aufgebaut hat. Und ja, also der Baum, ja, ich habe auf jeden Fall wieder Bock. Den hatte ich irgendwie so ein bisschen, ja, ist egal. Jetzt kommt ganz viel Arbeit wieder für mich. Oh, es ist ganz viel Arbeit. Ich bereite das mal so vor. Und dann reden wir nochmal so zu einem kleinen Outro, wenn der Baum dann doch schon einmal so im Laub steht. Wir können mir nochmal so 2 oder 4 Wochen, ich denke mal, dann wird das Ding explodieren. Ja, ich werde den auch heute erstmal hier zur Seite stellen. Ganz ehrlich gesagt, weil wir haben jetzt schon wieder 11:30 auf dem Freitagabend. Ich muss mal zusehen, dass ich hier wegkomme und dann morgen früh zeitig hier hin. Und dann fange ich direkt an mit den ganzen Arbeiten, schön ein bisschen Draht anlegen. Ich hoffe, dass ich das gut für euch festhalten kann. Also seid gespannt und wir reden im Outro wieder. Ja, ich weiß, ihr erkennt das nicht so gut darauf. Ich habe mir das vorhin auch schon durch meinen Bildschirm angeguckt, weil das Grün hier im Hintergrund so ein bisschen stört. Aber glaubt mir, die Linie und das Grundgerüst, was jetzt hier so überbleiben soll, das sieht geil aus. Es ist hinten ist mir ein bisschen im Kopf gewachsen, aber ich habe ja schon diese schönen freigelegten, saftigen Stämme jetzt nur auf einen kleinen Rindenschnitt von mir warten, weil ich habe jetzt so richtig Bock, die beiden abzumosen und dann den Baum auch in seiner Grundgestalt, was er jetzt hat mit dieser Spitze halb, weiterzuentwickeln. Jetzt geht es endlich mal so in die richtige Richtung mit diesem Baum. Habe ich auch ein bisschen, wie ich ja bestimmt schon gesagt habe, vernachlässigt, hier und da teilweise. Aber die beiden, weil wir wissen ja, wie geil orientalische Hainbuche ist und auch schwer zu bekommen, dies, das, außer über, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Andreas. Ich frage Holger mal, bevor ich das Video veröffentliche, frage ich den mal nach, der hat ja irgendwie so eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr ein orientalisches Heimbuch haben wollt, könnt ihr euch ja irgendwie bei Andreas melden. Der vertreibt die ja wohl irgendwie aus Kroatien oder so.
Aber wenn ich es habe, dann blende ich das hier mal ein oder schreibe es dann in die Videobeschreibung, falls ihr Interesse daran habt. Ich habe meine eigene kleine orientalische Heimbuchenfarm und zwar in Form dieser beiden Abmöslinge, die ich auf jeden Fall jetzt in dem nächsten Video, also ich werde jetzt gleich sofort das nächste Video starten, wieder zu der Challenge orientalischen Heimbuche. Und das beginnt damit, diese beiden abzumosen, dann natürlich die restlichen Stämme richtig schön zurückzuarbeiten. Ja, ich meine, alleine vorne der Kallusrand ist schon brutal. Hier wird es immer irgendwie so eine hässliche Stelle geben, die es halb dann irgendwie vielleicht nochmal zu kaschieren gilt, soweit das möglich ist. Aber da werden wir wohl am Ende mit leben müssen. Was cooler Funfact am Rande ist, hier wo mehr Draht eingewachsen ist, das hatte ich ja so ein bisschen ausgeschält, dass sich da neuer Kallus bildet, das wuchert jetzt schon so zu. Also die Dinger sind echt geil. Auch wegen der Blattgröße hatte ich schon so überlegt, aber das mache ich gleich spontan, vielleicht mache ich 3 Abmosungen, also die beiden Hauptstämme und den zweiten Hauptstamm hier hinten in der höheren Geschichte, um so ein richtig kleines Stückchen nur abzumosen für einen eventuellen Showin. Weil ich habe das jetzt schon mit der koreanischen Heimbuche angefangen, die auch sehr kleine Blätter hat. Und das hier geht genau in die gleiche Richtung. Also auch vielleicht eine coole Idee für den einen oder anderen, der so auf Showin steht. Ja, das war das, was ich jetzt über einen langen Zeitraum, ich glaube, der war fast sogar 2 Jahre diesmal, mal über die Challenge-Heimbuche euch zeigen konnte. Der nächste Betrachtungszeitraum wird definitiv kürzer. Der wird dann definitiv so ein kompaktes Jahr, weil durch das Abmosen dieser beiden Triebe und ja hier noch so ein bisschen etablieren, wird sehr viel Video-Footage entstehen. Und ich denke, dass es dann auch irgendwann so an einem Zeitpunkt ist, wo ich den ja auch erstmal in eine Schale überführen möchte, so wie die Lerche auch. Kann natürlich sein, wie ich jetzt bei anderen Bäumen auch mache, dass die mal dann zeitweise wieder für 2 Jahre in so einen modifizierten Bäckerkorb zum Teichpflanzkorb reingehen für 2 Jahre und dann immer so alternierend. Aber vielleicht, ich würde das Bäumchen schon gerne mal in der Schale sehen, dann ist er auch ein bisschen besser zu handhaben. Dann habe ich ein bisschen mehr Fokus darauf. Ja, hier unten die Schößlinge, das werde ich jetzt gleich beseitigen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's heute für mich, also für euch und für mich, für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde sagen, nächste Woche Sonntag, 18 Uhr, hier auf dem Kanal bei MyTüßen Support mit eurem Patrick geht es weiter mit dem tollen Video. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Bis Sonntag. Ciao.